Willkommen zurück, Leute. Grauer Himmel, leicht bewölkt. Was für ein perfektes Wetter, um in See zu stechen. Heute steht ein kleiner Bootsausflug an. Und zwar wollen wir mit einem kleinen Einmannboot über den Wienfluss entlang tuckern. Das wird lustig auf jeden Fall. Das ist das Ding, die Queen Mary. Und das ist das majestätische Gewässer, das wir heute bezwingen werden. Der Hütteldorfer Ganges mit einer Wassertiefe von... Mit einer Wassertiefe von 20 cm. Das Ding werden wir gleich entlang tuckern. Ah, rein da gleich. Auf geht's. Ah, umwerfend. Das 15-Euro-Boot, das uns gleich bis ins Wattenmeer bringen wird. Und es geht jetzt hier runter zum Anlegeplatz. Da das Wasser hier so seicht ist, haben wir das Boot jetzt mit einer Plane umhüllt. Einfach zum Schutz, damit kein Stein das Boot aufreißt. Schauen wir mal, ob das wirklich was hilft. Das sind hier unsere Paddels. Lass das Ding zu Wasser. Eieiei. Vorhin war ja noch alles lustig, aber spätestens wenn der erste Tropfen Wasser die Unterhose berührt, beginnt der Spaß. Ja, ja, die ist schon nass. Puh. Herein da. Ja, da kommt der Arsch, genau. Jetzt setzt die Tricks ausrichten nach vorne und Gewicht nach vorne. Ja, wir haben's. Alter! Mein Arsch ist nass, Fredo, deiner auch? Ja, aber es geht los für uns. Ja, guck, guck, guck. Ah, es wird nass. Alter, Scholli! Es ist komplett nass. Das ist wild auf jeden Fall. Wir drehen uns hier konstant. Meine Schuhe sind auch nass. Ich kann uns stoppen. Nicht stoppen, da wird meine Hose ganz nass. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, Hang auch ein Wacher. Wir sind komplett nass. Im Boot steht die Suppe. Fredo versucht hier vergeblich das Wasser rauszuschaufeln. Meine Kronjuwelen, die sind wirklich komplettestens nass gerade. Oh, Kick! Fredo, drück! Komm, komm, komm! Brauch die Flasche! Die Flasche, die Flasche! Okay, wir müssen irgendwann raus. Schaut euch mal mein Bein an. Und da ist die Flasche. Unsere letzte Hoffnung. Kriege ein bisschen Wacher auch kriegen. Ah! Ja. Ja, ja, ja. Ja! Oh, schick. Oh. An Land kurz. Wir gehen jetzt kurz an Land und werden das Boot ausleihen. Schaut euch die Suppe hier an. Du bist schon komplett nass. Ah, Alter! Wir werden jetzt direkt ein paar Jumping Jacks zum Aufwärmen machen, bevor es wieder auf hohe See geht. Ja, komm. Ich glaube, wir sind wieder aufgewärmt. Zeit wieder in See zu stechen. Eigentlich hätte ich mir die Sitzheizung fürs Boot aufheben sollen. Ja. Es ist ja eh schon alles nass. So. Abfahrt! Langsam, so ist das schön. Wir müssen konzentrierter sein, Bro. Ich bin einfach rechts, du links. Ja. Oh shit, eine Stromschnelle. Ja, ja, gut gemacht. Es funktioniert, wir haben eine Taktikänderung. Statt einfach nur stoppen, drücken wir uns weg. Weil wenn wir stoppen, dann schwappt das ganze Wasser von hinten rein. Schön ins Wurstfach. Was kommt da jetzt? Boah, das fühlt sich an, wie auf den Tod zu rasen. Alter, Scholli! Alter! Wir sind trocken geblieben, halbwegs. Ja, wir haben gekechen jetzt. 12 seconds later. Ach, links. Andere Seite, andere Seite. Oh! Oh! Ah! Nein! Alter! Der Fredo muss wieder ausschaufeln. Twizzler rückwärts durch die Pforte. Und Twizzler. Twizzler! Welcome to the drunken sailor, to the drunken sailor, to the drunken sailor, to the drunken sailor. Jetzt gerade ist geil, schau dir die Strecke an. Ja, wunderschön, wunderbar. Einer lenkt und der andere schüttet das Wasser raus. Und weiter. Okay, einfach weiter, einfach weiter. Ja. Ah. Oh oh, Sachen, Sachen. Ah, 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 Dornen, ah. Aber wir sind nass und durch den Dornenbusch. Der Wiener Amazonas wird hier bezwungen. Und da ist sie, die nächste Wildwasserabfahrt. Ah, scheiße. Komm. Ja.
wieder mal kurz aufgesessen. Man darf nicht vergessen, dieses Wasser ist ungefähr 10 bis 20 cm tief. Ah. Ah. Ja, es ist unterschiedlich. Auf der einen Seite ist es 1 Meter tief. Ah, Stein! Stein. Okay, wir gehen uns raus. Es ist arg viel reingeschwappt. Auf die Insel. Was für eine Wildwasserabfahrt, Leute. Wir werden das Boot jetzt hier kurz warten und dann geht's weiter. Es wird schon kalt bei den Füßen. Ne? Ich habe irgendwie gedacht, dass wir ein bisschen trocken bleiben, aber keine Chance. Schön aufwärmen. Ah, Abfahrt! Und weiter geht's wieder. Wo? Komm, Biber, Biber! Ah, Biber! Zwei Biber sind da raus. Ich habe in dem Gebiet zweimal in meinem Leben Biber gesehen. Jetzt habe ich zwei auf einmal. Vorne. Ah, ist abgebrochen. Oh! Ich habe meinen Paddel verloren. Peter, was ist passiert? Er ist abgebrochen. Ah. Oh. Wir brauchen einen neuen Arsch. Oh. Wir haben meinen Paddel verloren. Es ist einfach abgebrochen. Und wir stehen komplett unter Wasser. Attacke! Das sind so viele Leute. Ah. Die ersten zücken schon das Handy und schauen uns an und denken sich, was machen die zwei Vollidioten da? Ah. Schaut sich mal die Leute auf der Brücke da hinten an. Sieht man die? Alter, die filmen uns einfach gerade alle. Stimmung! Ja! Einmal alle lernen, bitte! Ah. So macht das auch Bock, Leute. Schaut euch die Leute da hinten an. Ist das geil? Ich kann die Hand gar nicht mehr stillhalten. So zittrig bin ich gerade vor lauter Stimmung und Attacke. Oh! Oh! Alter, das ist ein blauer Fleck morgen. Kannst du mit ihm holen? Oh! Robin. Neues Paddel? Ja. Es hilft nichts. Wir müssen wieder kurz raus, kurzer Boxenstopp. Das Boot kentert gerade. Oh nein! Jetzt ist mir richtig kalt. Ja. Also wir sind glitschnass. Wir müssen jetzt uns aufwärmen kurz und dann geht's wieder rein. Bock! Angriff! Und weiter geht's. Ja. Hier wird's reißend, Leute. Oh. Alter! Oh. Da ist die Strömung schon ein bisschen anders. Das wird immer wilder hier. Für uns geht es langsam in die Zivilisation. Vom äußersten Rand von Hütteldorf in die Großstadt. Ist das geil. Was gibt es Schöneres an einem Montag? Während die Leute da im Berufsverkehr festhängen, tuckern wir auf entspannt entlang. Oh, Vorsicht, zeigt. Oh, oh. Rüber. Aua, aua. Oh. So, wir sind wieder kurz an Land gegangen, weil das wäre nicht lustig gewesen. Da haben wir aber Glück gehabt. Aber ich glaube, hier geht es jetzt wieder rein für uns, Leute. Aufgewärmt? Nicht wirklich, aber scheiß drauf, wärmer nicht. Auf in die Wellen! Die holen wir doch ein. Respekt an alle Leute, die bei dem Wetter laufen gehen, Sport machen, was auch immer. Wenn der Hype stimmt, dann... Da ist die Kälte egal, wenn der Hype stimmt. Stimmung! Danke. Dann kommt die Kälte wieder, aber scheiß drauf. Einfach weiter Gas geben. Wer erinnert sich an die Brücke da drüben? Vom letzten Video. Da sind wir noch rüber geschwungen und hatten Angst, dass wir ins Wasser fallen. Jetzt ist 10 Grad weniger und wir sind komplett durchnässt. Egal. Ah, oh, fuck, mein Arsch. Oh, hier wird es auf jeden Fall seicht und der Hintern kriegt ein paar Schläge ab. Oh, shit. Ah. Gott sei Dank sind wir zwei erfahrene Wildwasserexperten, sonst wäre das hier eine reinste Miserie. Ja, klar. Leute, an der Stelle nicht nachmachen, das kann auch nach hinten losgehen. Wir beide haben natürlich das Oktopus-Schwimmabzeichen, da ist das alles safe. Da vorne, glaube ich, wird es dann angenehm, da können wir uns zurücklehnen und müssen nicht mehr arbeiten. Oh, shit, da kommt das Ding. Oh, shit, ouch. Ah. Ah. Oh. Ich bin richtig aufs A**. Boah, das Alter. Ist doch ein Ding. Ah. Ah. Oh shit. Geh da. Hör auf, hör auf. Ich komm nicht mehr raus. Die Blase hat es zerrissen. Halt den Fuß, halt den Fuß.
Oh, das unten ist komplett raus, die Luft. Das ist gerissen. Der erste Schaden am Boot ist passiert. Was soll's? Ah, ein bisschen weiter müssen wir noch. Bis nach Hitzing müssen wir es schaffen. Abfahrt! Und wir sind wieder auf Hochsee. Weiter geht's, die wilde Fahrt. Ah, der Qualle. Die Leute, die da vorbeifahren, die schauen uns so lustig an. Da kriegt man echt Bock. Bock! Wir haben es geschafft, ja, Leute. Ja. Wir haben die Meerenge von Ober-St. Veit erreicht. Wir steuern Hitzing gerade mit 12 Knoten an. Steuerbord, Backbord! Alle! Alle, alle, alle! Eine Straße mit vielen Bäumen! Ja, das ist eine Alle! Jetzt wird's richtig Alter, schnell! Da machen wir richtig Meter gerade. Angriff! Wow. Wir sind richtig schnell. Da habe ich Angst, wenn jetzt ein Stein kommt. Wir können hier gar nicht mehr stehen bleiben. Vorne wieder breiter. Ja? Ja. Das ist ja wirklich eine Wildwasserfahrt hier. Boah, da hat es kurz nach Kacke gerochen. Ich glaube, da spült es gerade das Abwasser zu uns. Oh. 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 Sitzen komplett im Wasser, aber wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Oh. Ich zeige euch mal, wie viel Wasser hier gerade drin ist. Das ist eher wie eine Luftmatratze. Aber wir machen gut Meter. Ich glaube, Hitzing könnte man erreichen. Der Mann! Das ist echt ein Spiel gegen die Zeit. Wir geben gerade beide Wasser raus, aber es kommt halt immer wieder neues Wasser rein. Oh, was für Wellen das hier sind. Auf nach Hitzing! 25 Knoten mittlerweile. Steuerbord, Backbord. Oh, Scheiße. Okay. Okay. Oh, okay. Also mittlerweile sieht man das Boot ja fast gar nicht mehr. Stimmung! Ja. Nach Hitzing! Oh, ja, ja. Oh. Spaß für die ganze Familie, Leute. Oh, ihr werdet schnell. Aber wir drehen. Das ist nicht gut. Komm. Wir sind wieder gerade. Das ist ein richtiges Workout. Mein Arsch. Boah, der musste da schon einige Male draufhalten. Ich sehe Hitzing. Weit kann es nicht mehr sein. Oh, das Boot löst sich langsam auf, aber wir kämpfen. Die U-Bahn ist leider ausgefallen. Das Boot wird immer langsamer. Schaut euch mal an, wie voll das hier ist. Da vorne ist Hitzing, Leute. Ahoi! Da kommt die Rutsche. Oh! Oh! Da kommt doch eine Rutsche. Da kommt doch eine vorne. Noch eine Welle. Stimmung! Oh shit! Das ist mal geil hier. Wir sind unter Hitzing, Leute! Ja! Geil! Yes! Und da kommt die Scheiße von überall! Die finale Destination wurde erreicht! Hier geht's jetzt raus, Leute! Wie kommen wir hier raus? Komm! Ja! Alter, yes! Geschafft. Boah, wir haben es geschafft! Wir sind in Hitzing angekommen! Das Boot hat es halbwegs überlebt! Die gute alte Queen Mary! Uns ist arschkalt! Ich kann gerade gar nicht mehr richtig reden, weil mir so kalt ist. Boah, das war wild! Das war echt abartig! Jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie rüberkommen und rauskommen, weil mir ist arschkalt. Ja. Für uns geht's jetzt ins Warme. Jetzt nichts für weg hier. Ist das geil. 49 Grad. 50 Grad. Boah, es ist so kalt. Da unten waren wir gerade.
So, wir sind jetzt fast in der warmen Stube angelangt. Leute, was war das für eine wilde Action? Mit dem Boot den Hütteldorfer Ganges entlang getuckert. Uns ist arschkalt gerade. Ich muss in die warme Dusche mich umziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video war richtig wild für uns. An der Stelle, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Haut's rein, Leute. Ahoi!